Na, hallo, willkommen zu einer neuen Live-Runde. So, ich habe eben eine Stunde nach dem Film geguckt für heute Abend, aber war ein Schuss in den Ofen. Ich habe jetzt zum zweiten Mal in den letzten 2 Jahren oder so, keine Ahnung, in den Dreh ungefähr, alle von diesen IMDb heißen ja, glaube ich, Best Movies durchgeguckt, ne? So von 1 bis 10.000. Ich glaube, ich kann fairerweise sagen, es gibt keine Filme mehr auf der Welt, die ich nicht schon geguckt hätte, die ich gucken möchte. Wahrscheinlich werden da ein, zwei noch bei sein, die man übersieht. Das kann schon ruhig sein, aber die Qualität der Filme ist einfach nicht gut genug heutzutage, um einen zu motivieren. Und ich habe schon alte Serien immer wieder angefangen. Also Rocky habe ich zum Beispiel da wieder mal geguckt, zum zweiten Mal. Was macht man denn hier Schönes? Na, wie ich sagen will, das mit Filmen läuft nicht gut im Moment. Das ist sehr traurig, sehr, 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 sehr traurig. Heutzutage gibt es immer nur, ich weiß es jetzt gar nicht, das da. Alles Action, no Story, ne? Wenn man da so einen Rocky 1 zum Beispiel guckt, der hat ja gar nichts gekostet im Grunde genommen. Ja, dann nehmen die noch Zeit für Charakterentwicklung und so. Gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. So, Adlerichspam? Fragezeichen. Schauen wir mal. Die vielleicht ein bisschen weiter hinten haben. Können wir sogar ganz weit hinten hingehen. Und der pullt die alle ein bisschen mittiger. So, da kann die Adlerin ein bisschen da drauf ballern. Schon okay, wenn die, glaube ich, so steht. 2, 3. Okay. Da kommt ja jetzt noch Kleinvieh dazu. Es macht die Adlerie halt ein bisschen zu langsam, ne? Das Abknallen vom Kleinvieh. Von daher, das wird jetzt sicher kein Flammenwerfer-Spiel. Machen wir noch links und rechts einen von den Freunden, die dann das Kleinvieh abfeuern. Wird ja in die Mitte gepult. Da können die auch eigentlich in die Mitte dazulaufen. Was ist das denn für eine Aufstellung? War nicht schlecht. Ist zwar auch ein Split, aber ich weiß nicht, ob das wirklich ein überlebensfähiger Split ist. Die kommen ja doch relativ geknubbelt jetzt ran. Boah, das Center-Zeug ist weg. Die Seiten sind so klein, dass das die Fang schaffen und dann können jetzt die Raketen in die Mitte feuern. Sind aber zu wenig Raketen wohl, oder? Neue Salve. Bababam. Muss ja gucken, dass ich Cost Control bin, der Gegner hat diesen Marksman, okay. Naja, waren zu wenig Raketen. Ich glaube, sonst stimmte der Teil schon. Mehr Schaden hätte vielleicht auch gereicht. Obwohl es noch nicht vorbei ist. Und Schuss! Und Schuss! Schnell! Tot. Das können wir schon mal anmachen, weil also Giant Fortress mit Schild finde ich ganz gut gegen Marksman und gegen Panzer sowieso gut. Also wenn das dahin geht, bin ich da schon mal gut aufgestellt. Die auf jeden Fall aufleveln. Dann können die hier, ne, die Crawler schneller töten an den Seiten. Das ist alles soweit in Ordnung. Also machen wir auf jeden Fall eine Adlerie jetzt mehr dahin. Ich glaube schon, dass das funktioniert. Linke hat ja aufgelevelt. Dem rechten geben wir einfach nochmal einen zum Draufhämmern. Und jo, ansonsten abwarten angesagt und Tee trinken. Mehr Schaden ist okay. Die Panzer ein bisschen slowen, nochmal das mal. Der Fug. Also zum Ablenken ist das gedacht. Der Artillerie. Ja, jetzt kommen die ganzen Panzer. Item hat er auch schon ausgegeben. Danach kommt mit Sicherheit dann Rage. Und dann hole ich jetzt, weil ich habe, wenn der Weg dann nicht Schaden macht, den Vorteil zurück. Das heißt, wer dann 50 Punkte. Und dann massenweise wahrscheinlich mal gucken. Ob das mit Schutzschild kommt, muss ich mal gucken. In aller Regel ist es besser, ist schon das andere. Der Handschuh, oder wie man da wieder heißt, vergesse den Namen dauernd.
Wer hat denn EMS von euch? Die Panzer nicht. Die Marksmen ja. Raketen, Raketen. Nicht das Headquarter. Das ist böse. Und weg. Sterben sie alle. Aber ich habe die Damage-Linie auf jeden Fall. Also soweit, so gut. Und wie gesagt, mich würde es jetzt nicht wundern, wenn er jetzt den Rage holt und so weiter. Wir kriegen die ja preiswerter. Also Doppel-Budget, ne? Cost Control ist ja auch irgendwo Budget. Und da sind die Giants über Fähigkeiten sehr effektiv. Und das machen wir dann auch. Ja, das können wir auch nochmal für einen Giant rausholen. Das ist für einen Giant immer auch gut, würde für die Artillerie. Ich mach mal das für einen Giant. So, dann kommt jetzt der Freund. Ohne Upgrades, ohne alles. Muss ja irgendwo anfangen. So, Item drauf. Nicht zu weit vorne, der Kamerad. Und das ist es eigentlich. Ein bisschen mehr Umf von hinten. Naja. Die erste Giant-Runde ist meist nicht so stark, aber muss ja irgendwo anfangen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, also auf der einen Seite ist es nicht so stark, aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt irgendwas anderes dazu gekauft hätte, ne, dann hätte immer noch die Frontlinie gefehlt. Und irgendeine andere Frontlinie zu kaufen, wenn ich die danach kaufen will, macht auch keinen großen Sinn. Also von daher, manchmal muss man den sauren Apfel beißen. Also ohne 3 wird unangenehm. Das ist meine auch normale Standarderfahrung dazu. Das ist ungewöhnlich. Durchaus nicht verkehrt gegen Fangs, aber waren ja nur 3. Dagegen weiß ich gar nicht. Müsste man hochrechnen, ne? 70% weniger Schaden mache ich. Was ist denn das da? Geteilt durch 4. Ach, das ist ja viel Arbeit. 30 durch 4. Was mache ich dann? 80 Schaden oder so? Kann das sein? Mein Kopf ist vollständig aus. Also wahrscheinlich braucht man ein paar Treffer dann. Aber auch nur solange wie die im Tunnel sind. Da sind noch welche gewesen. Da sind noch ein paar. Man sieht sie so spät. Da ist sogar einer durch. Raketenabwehrturm. Ganz, ganz hinten. Um ganz, ganz wenige Raketen abzufangen. Damit das ganz, ganz sicher ist. Das gibt mir aber ganz, ganz viel Zeit, mit ihm aufzuleveln, weil der dann die XP macht. Den da bitte abknallen noch. Dann hast du dein Level vielleicht. Ich will die eigentlich eh nicht aufleveln. Also mit dem Item kann man das schon machen, aber ich will die über die Fähigkeiten spielen und nicht über die Level, ne? Weil das ja Cost Control bei mir ist. Ja, aber der einzige Unterschied zu eben war im Grunde genommen, ne, dass ich jetzt einen Tank da stehen hatte und der war noch nicht mal ausgestattet. Und jetzt natürlich die Frage, gibt der EMS aus, weil er, ne, vielleicht ein Video von mir schon mal gesehen hat oder das vermutet, dass ich jetzt den Handschuh ausgebe. Die meisten würden ja mit dem Schild, glaube ich, spielen. Aber ich bin mir nicht sicher, dass der besser ist. Also, da wäre ich gewillt, das nochmal zu checken. Improved Melting Point könnte natürlich jetzt gespammt werden. Das ist ja, ne, ist ja quasi wie eine Ansage. Dass er die Range um 20 erhöht, ist halt so ein Ding, ne? Da muss man fast schon drauf eingehen. Aber ich kann ihn mit Raketen und normale Range auch machen. Hab ja die Raketen schon mal. So, ja, das ganze Kleinvieh, was im Weg steht. Ich glaube, wir müssen uns erstmal darum kümmern. Den nochmal einholen. So. Ich vermute mal, dass er jetzt einen Melting Point bringt. Der hat ja alles andere. Also eigentlich müssen die Panzer geupgradet werden, hätte ich gesagt. Aber es spricht doch nichts dagegen, dass er jetzt einen Melting Point holt. Kann man durchaus machen. Und dann muss ich nächste Runde halt darauf reagieren. Soweit ist das schon alles, wie man es erwarten würde. Mit 200 kriegt man wieder gar nichts. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, 200 ist halt 200. Hat sich kein Melting Point geholt. Was hast du denn gemacht? Reichweite für die Marksman. Okay, also Marksman-Spam ist die Antwort auf meine Kolosse. Und noch kein EMS-Schuss. Und jetzt halt Schild gut und Dings auch gut. Ich mache jetzt erstmal das, weil wenn er dann EMS macht, ich mache dann nach der Schild, EMS eine Runde raus. Machen wir das so rum. Und dann müssen wir gleich mal gucken, ob wir ein paar Crawler dazu holen. Ich spam jetzt auch über die Freunde. Die kosten ja weniger. So, jetzt gucken wir hier vorne.
echt stabil, so ein Crawler, ne? Und nur solange er im Tunnel ist. Also ich gewinne da schon mit dem Arclight gegen. Aber es dauert halt einen Moment. So, ich habe jetzt nur mit dem halben Auge hingeguckt. Ich glaube, links hätte ich nur einen guten Schuss mit dem Punch abgegeben. Rechts hätte ich das ganze Squad ausgelöscht. Ich bin nicht sicher, ob das notwendig ist, die Panzer so schnell auszulöschen. Vielleicht kriege ich doch aus dem Schild hier ausnahmsweise mehr raus, weil ich halt eben die Backline voller Artillerie stehen habe. Wie gesagt, normal kein Freund von der Schild zuerst Idee. Ich mache es mit dem Handschuh. Ich glaube, ich habe ja jetzt nochmal drei neue wahrscheinlich. Zwei bis drei neue dazu. Und der Gegner rechnet ja wohl mit Schaden im Moment. Und nicht... Nee, er rechnet mit dem Schild, würde ich sagen. Mal gucken. Das hätte ja keinen Schaden ausgegeben. So. Modelltanks machen wir dann nachher. So, Panju. Los geht die Party. Du, Raketen verbessern. Kleine Vieh besser abknallen. Genau. Ja, das mit dem Smoke ist, hätte man schilden können. Das wäre eigentlich fast ein Grund gewesen, diese Runde, da habe ich noch halb nachgedacht, zu sagen, ich gehe jetzt auf Schutzschild und stelle die Dinger halt so hin, wo der Smoke wäre. Dann hätte ich nochmal Schilde. Das ist ja auch 300 Punkte, wenn man das richtig schildet. Dann hätte ich 300 Punkte gespart, das hätte vielleicht auch funktioniert. Also vielleicht wäre das ein Tick besser gewesen, ne? Aufgrund dieser Smoke-Situation. Aber er scheint ja auch im Smoke zu stehen. Also wir haben jetzt beide da was abbekommen. Aber das hätte man auch mit Schild vielleicht machen können. Trotzdem muss ich sagen, meine Erfahrung ist massiv, massiv besser mit dem Ding bisher gewesen, als Angriff ist. Außer man hatte eine sehr gute Backline und da bin ich nicht sicher, wie gut die ist. Ihr seht es ja jetzt. Zack, direkt mal rein da. Für den Crawler ist es natürlich immer schade, wenn man so einen Handschuh da rausholt, dann will ich am Panzer auslöschen. Aber wenn es halt vier von denen sind, 8 Handschuhe. 8 Handschuhe heißt, dass der Gegner 8 Squads verliert. Ne? 8. Das ist schon die gesamte Frontlinie. Aber den Smoke merkt man schon, ist ein bisschen störend gewesen. Ja, aber merkt dennoch die Wirkung sehr deutlich. Und jetzt halt die Frage, weil er halt diesen Damage hier ausgegeben hat, ob er jetzt noch EMS für 700 ausgehen will. Das ist schon sehr teuer, aber einer muss die Dinger jetzt ausknipsen bei mir, ne? Und ich spam die aber jetzt trotzdem. Heavy Armor. Kann man dazu packen, muss man nicht. Ja, eine Wespe, der hat ja eigentlich gar keine Flugabwehr. So, gucken wir mal nochmal, dass die da gut stehen. Meine ist jetzt auch nicht so dick aufgebaut, muss man sagen. So. Ganz viele von den Freunden. Schild kann man hier auch nochmal ausgeben. Fast nur ein zu viel gekauft, ist zu voll. Findet man sicher nochmal einen Slot, wo der was zu tun hat. Nochmal Öl. Dem vielleicht generell Slow, dann kann ich ihn besser abknallen am Anfang. Genau, so machen wir das. Tankiness. Das ist eine Wespe. Ja, ich habe Cost Control, aber ich habe die jetzt mit dem Upgrade. Muss mal gucken, ob das ausreicht. Schlimm ist halt, dass die sterben. Ich habe gehofft, dass sie da ein bisschen hingehen, aber er hat die ein bisschen weiter rechts gesetzt. Ne? Vielleicht können die dahin helfen dann. Ja. Also er hat noch keinen Upgrade. Die Frage, ob mein Defense Upgrade ausreicht, um Cost Control auszugleichen. 13% weniger Schaden, aber 2% mehr Leben als er habe ich jetzt. Obwohl das, glaube ich, multipliziert wird bei Negativen. Zack, direkt mal den Schuss bekommen. Also es ist schwer zu sagen, wie die Wespen da abschneiden. Ja, aber meine 2% mehr Leben haben wohl den Links gegeben. Obwohl die, glaube ich, von hinten ein bisschen geballert haben, oder? Zack, da explodieren sie. Er hat halt kein EMS, ne? Also man muss das einfach mal sagen, man kann die in die Fortress nicht spielen. Also wenn da 7 Fortress oder so stehen mit dem Punch, ja, dem Rocket Punch und ihr habt keine EMS, dann ist egal, was ihr habt. Ihr habt dann verloren, ne? Dann, ne? Ihr schießt den tot und er tötet euch dafür 2 Squads. Es geht halt einfach nicht. Das
hat er, glaube ich, ein bisschen hart unterschätzt. Also der Schaden hätte vielleicht mehr gebracht gegen die Schilde, das kann durchaus sein. Aber wie gesagt, wenn er Schaden macht, ja, er macht Schaden und ich töte ihn. So simpel war das. Ja. Hat es ja direkt am Anfang gesehen. Schuss, Schuss zurück, tot. Ja. Also, und das ist ja Level 1 hier vorne und in Budget-Version. Also ich glaube, er hat da die falsche Strategie gefahren. Also statt dem in eben S, dann hätte es besser funktionieren können. Und ich sehe gerade sogar noch die Panzer alle ausgebaut, ne, und dann Rage noch vergeben. Obwohl die Dinger schon auf dem Feld waren. Also der, glaube ich, sehr wenig Erfahrung mit Fortress wahrscheinlich gehabt. So, können weitergehen. Ich glaube, er hätte noch was anderes Problem gehabt, eben, dass die Sledgehammer haben ja im Prinzip dieselbe Funktion bei ihm erfüllt wie die Marksmen und die Crawler. Ja, die sollten die Arclights töten, aber das haben sie erst gemacht, nachdem die Arclights die Crawler von ihm getötet haben. Und ansonsten sollten sie wie die Crawler Modell tanken. Aber das haben die Crawler ja schon gemacht, sogar mit Upgrade, ne? Und da hatte der, glaube ich, auch eine Kombination, die gegen meine Armee gar keinen großen Sinn gemacht hatte. Ich kann verstehen, dass er als dritte Fähigkeit nicht das EMS für die Marksman ausgeben wollte, aber dann hätte ich eine Artillerie geholt mit EMS. Das hätte, glaube ich, gut geholfen. Cat, gleich mal gucken, ob er da was reingucken kann. Und Artillerie ist halt auch gut, wenn er Schilde erwartet, ne? Also Artillerie ist immer gut gegen Schilde. Kann man da sehr empfehlen. So. Was gibt's jetzt? Hat man doch gerade, ne? Ah ne, ist Quicksupply, okay. Crawler und Phoenix. Und nochmal die Luft. Ja, Marksman. Ja, da kann man wahrscheinlich von Anfang an sehr früh mit dem Beacon arbeiten nachher. Ich mache das jetzt mit Absicht so, damit ich die A pulle hier, damit nachher ein Flammenwerfer in der Mitte arbeiten kann. Und die Adler kann ich mit dem Beacon dann nachher ausschalten. Jetzt am Anfang habe ich natürlich, ne, keinen Beacon und keinen Flammenwerfer und da laufen jetzt in den Tod. Aber das ist die Idee dahinter, warum wir jetzt da vorne stehen, ja, weil es euch wundert. Gegner ein bisschen beschäftigen. Ich weiß nur nicht, ob das mit dem Pull hier hinten, mit dem Dings sich einen Sinn macht. Dafür mache ich das tatsächlich ein bisschen zu selten. Vielleicht ein bisschen weiter weggehen. Ja, gucken wir mal. Klein Vieh kaputt machen. Gibt da eigentlich keine Ziele für groß. Ja, Anti-Small wäre dann eben der Vulkan nächste Runde, ne? Für die Mitte. Und da sollte ich diese Runde vielleicht sogar gar nichts ausgeben. Kriege ich nur ein bisschen aufs Maul. Kann man ja wieder hochrechnen, ne? Also der kostet 500, das ganze Päckchen. Aber dann kommt nochmal ein Item dazu, kennt man ja, ne? Also keine Rekrutierungsslots zu benutzen, im Sinne von, dass ich dann wirklich, ne? Die kaufe die Einheit nicht freischalte. Das tut mir schon in der Seele weh. Jawohl, ja! Da kommt auch genug, damit sich das lohnt. Und die ein bisschen rechtsseitig. Auf der rechten Seite können wir also, glaube ich, genug flambieren gehen. Oh, das wird gleich ein lustiges Späßchen hier. Ja, dann kommt jetzt rechts der Wolken hin. Das kannst du aber annehmen. Der hat da ein bisschen überinvestiert, oder? Also klar, das kann man schon machen, aber man brauchst du dann im Late Game ja sowieso und dann hilft das auch wieder. Und in der ersten Runde ist meist ein bisschen, also hätte ich jetzt Arclights gehabt, hätten die ja wahrscheinlich auch da reingeballert wie irre. Das sei denn, ich hätte ihn direkt an die Grenze gestellt. Stören könnte der Marksman da ein bisschen werden. Nano Repair oder Level Up. Ja, machen wir den ein bisschen tanky. So, aber der kann dann auch von ganz hinten laufen. Wir haben es nicht eilig. Sodala. Genau, das war eigentlich schon alles. War nicht so fancy. Wie gesagt, mit den Raketen ablenken, das mache ich nachher mit dem Beak, mit dem Dude hier. Ne? Die richten sich hier schön alle aus. Dann lasse ich die gleich hier hin und her laufen. Vielleicht so ein bisschen schräg runter, hoch, runter. Zorro-mäßig. Mal sehen. Deployment. Ja, hol gerne noch mehr Kleinvieh. Keine Panzerplatte, aber die kriegt man auch kaputt mit Scourging Flames. Bam, bam, bam. Ja, ging sehr schnell. Das Beacon ist schon in der Planung.
Dann wird das ausgerichtet. König sind hinter dem Vulken. Nein, die laufen durch. Der schöne Headquarter. Das war der Level 3, nice. Ja, holt er jetzt einen Melting Point? Fragezeichen. Holt er mir Artillerie? Vulken HP. Das ist natürlich auch immer nice. Reichweite. Also gerade weil er das Item hat, mache ich es nochmal da drauf. Ich habe das Gefühl, dass ich noch einen zweiten gebrauche und ich will die ja gleich auch upgraden. Dann kriegt man da eben noch ein bisschen mehr raus. Und dann machen wir den hier vorne noch hin. Gerne ein bisschen defensiver. Ja, Flugabwehrgeschichten. Wenn Vespo oder irgend so ein Stuss kommt. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Jetzt haben wir erstmal den Beacon jede Runde vielleicht. Kann er nochmal von hinten gleich kommen. Einen kleinen Teil lassen wir vorfahren. Ja, wobei, können wir das so machen? Mal sehen. Ich weiß auch noch nicht, wie es optimal geht. Klein viel Reichweite. Nichts gekauft sonst. Wird das ein... Jetzt hier Setup hätte er dafür. Ja, Arclight Spam mit Aufleveln und allem. Also das sieht fast so aus. Ich habe ja kein Kleinvieh wirklich geholt bisher. Von daher bin ich überrascht, dass er darauf setzt. Die müssen ja auch aufleveln irgendwie, ne? Oh, die drei. Die helfen jetzt beim Leveln. Ja, also den Beacon gleich mal ein bisschen defensiver setzen. Aber drei Crawler haben überlebt. Ich bin noch nicht sicher, welches Upgrade sich gleich lohnt. Also Reichweite lohnt sich natürlich immer, könnte man sagen, aber Feuerraketen auch. Die Crawler kommen ja auf mich zu und dafür sind die ja hauptsächlich da, danach tanken die ja. Jetzt auch 40% mehr Leben, man merkt das schon so ein bisschen, wenn der Tankin ist. Also vielleicht verzichte ich erstmal auf ein Upgrade und mache nochmal ein bisschen Phoenix. Ich meine, die sind jetzt einfach da durchgewatschelt, ne? Ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt irgendwie ein Laserstrahl kommt. Also er merkt ja auch, dass sie mehr Leben haben, dass sie super tanky sind, dass er regeneriert, ne? Also er kann das nicht weiter ignorieren und ob er jetzt wirklich einen Hard Shot ausgeben will. Also es würde mich ja fast schon wundern. Ja, die 40% Leben ausnutzen und dann nochmal, ne, oben drauf. Das ist dann alles richtig. Also wir machen jetzt einfach die Reichweite und dann können wir nämlich die noch ein bisschen besser benutzen. So, falls mal jemand von der Seite küht. Schießt ihr direkt da drauf. Das hat doch eben Raketen gehagelt hier, ne? Sind noch nicht eingebildet. Gehen wir ein Stück weniger raus. Melting Point. Ist also nur eine Frage der Zeit, aber dafür haben wir die Phoenix. Sind wahrscheinlich am Anfang zu wenig. Und ich muss auch gucken, dass ich eben S-Phoenix vielleicht mache, ne, um die Reichweite auszuknipsen. Also es war eigentlich gerade auch mit dem Ding da, ne, nur eine Frage der Zeit. Ich glaube, er wollte halt die ganze Zeit nicht, also die letzte Runde halt dagegen gesträubt, weil er dieses Deployment hatte. Ne, und Mass-Produce Wespen hat er jetzt auch, okay. Hat er es eben schon geholt, gleich gemerkt. Also ich muss mich wahrscheinlich mal um Flugabwehr kümmern. Weil wenn er die erstmal stehen hat, kommen dann die Wespen sicher dazu, weil die nicht viel kosten. Und er hat das ja mit Masse. Also ich komme wahrscheinlich nicht drum herum, mir ein dummes Dings aufzustellen. Zwei Mustangs. Vielleicht nächste Runde mal sehen. Und natürlich brauche ich hier einen Modelltank, ne? Der wird jetzt einfach ausgeknipst. Keine große Überraschung. Unten war irgendwas.
Und das ist der Grund, warum man die so weit hinten hinstellt, wie ich es gemacht habe. Jetzt habe ich halt Optionen, da was vorzustellen. Ja, Gegner hat anscheinend auch einen Plan gehabt, ne? Die ganzen Crawler, man merkt ja jetzt, wie die stören. Jetzt kann er halt die dicken Viecher holen und hat die Crawler schon. Die es rekrutieren, dass ich den erst noch nichts rekrutiert habe, das hat mich auch gestört, ganz massiv. So, wie machen wir das jetzt? Das Problem ist halt, dass ich wirklich diese Mustangs wahrscheinlich brauche. Ich muss mich auch um das dicke Ding kümmern. Da sind ein paar Baustellen zu viel für meinen Geschmack. Ja, wird er den umstellen? Das ist natürlich die Frage. Ich riskiere das jetzt mal, dass er den nicht umstellt, weil das einfach zu lukrativ hier oben für mich ist. So, da hinten steht ein Crawler-Dude. Eigentlich will ich da jetzt auch einen Crawler hinstellen. Aber ja, das geht halt nicht. Ich muss die halt abknallen. Oh, ist das wieder ein Ärger. Ich brauche halt Luftabwehr. Ja, dann muss ich mit Mustang das machen. Ich glaube, da führt jetzt leider keinen Weg dran vorbei. Links aufstellt, weiß man nicht. Aber man braucht natürlich schon eine zweite Flugabwehr, denke ich. Und ganz hinten. Ansonsten für die Vögel. Das muss ja nachher ausgeknipst werden, aber ich glaube, mit der Reichweite bin ich erstmal besser dran. Aber erstmal den Level machen, um die Erfahrung nicht wegzuschmeißen. So, falls ihr den Javelin jetzt benutzt, brauche ich mir darum nicht kümmern, ne? Ansonsten rollen die so und hoch, dann sind die ja trotzdem ein bisschen sicher. Flammstoß verbessern. Dann die Wespen. Oh, die kamen mit hoher Ankündigung, ne? Das ist keine Überraschung. Okay, bye bye. Und dann ist der Mustang ja auch schon da. Also ich glaube, er hätte wirklich gut dran getan, nicht die Wespe zu holen, weil also mehr als ankündigen konnte das ja nicht, ne? Das ist ja hardcore angekündigt. Im Moment hatte ich aber auch Angst, dass er den verkaufen wird da oben und woanders hinstellt, weil er Rekrutierungsblocks hatte. Aber so habe ich jetzt eine Runde gewonnen. Oder so hoffe ich. Die sind ja sehr tanky, die Freunde, ne? Aber es gibt natürlich auch eine Menge Schaden und der muss immer noch weg. Also Melting Points ist jetzt auf der Kill-Liste, da müssen wir uns drum kümmern. Was ich jetzt über Phoenix wahrscheinlich mache und Phoenix Upgrades. Die haben ja auch gelevelt. Aber ich habe jetzt das Problem, dass ich eben diesen Dreier nicht geholt habe, ne? Also ich brauche halt Kleinfieberchen hinstellen, Modelltanks und muss die Phoenix holen. Das ist ein bisschen, ja. Da fehlt halt eine Runde Rekrutierung, ne, aus der ersten von mir. Das spüre ich jetzt langsam. Damit kann man die one-shotten. Mit dem Ding. Ja, ich glaube, ich mache das auch, wenn es jetzt ein übertrieben vielleicht klingt. Aber dann kann er sich da einfach durchfräsen in Rekordzeit. Geht dann bam 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 und dann ist alles weg. So, ansonsten Level 1 zu Level 2, das lohnt. Ja, ich überlege jetzt gerade, ob ich nicht einfach, weil der ist ja auch wieder da. Machen wir es wirklich mit den Phoenix. Also auf jeden Fall brauchen die Phoenix Reichweite. Und ich kann den ja nach hinten holen. Die kommen mir ja entgegen, die Freunde. Es gibt ja keinen Grund, dass ich da hinrenne. Ne? Der links braucht auch ein bisschen Hilfe. Naja, muss einfach passen. So viel Kleinvieh bei. Pack in der Mitte nochmal einen hin. Nächste Runde hole ich vielleicht nochmal hier ganz fett. 1000 Schilde gegen die Flammenwerfer. Aber ich habe ja den einen jetzt versetzt hinten und der läuft ja auch nach hinten. Und da sollten die Schilde ins Leere gehen. Naja, Reichweite, da brauchen wir halt EMS normalerweise. Alles tot. Der geht vielleicht doch zu weit nach hinten, mal gucken. Mittlere Flammenwerfer, der erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. Linke ist leider tot. Ist zu weit nach hinten gegangen, ich habe was falsch eingeschätzt. Ja, Schaden jetzt hier. Ah, die Raketen kann ich gleich mal ausgeben. Der ist aber jetzt tot.
Ja, also Phoenix Upgrade nächste Runde auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch Melting Point dazu hole. Hat das Schild noch kaputt? Dann hat er richtig Geld diese Runde verloren. Habe ich auch einen Satellit benutzt. Ja, also 250 Punkte habe ich mir jetzt kaputt gemacht. Das ist nice. Der tankt noch ein paar Raketen. Das gebe ich gleich mal Level ab. Der macht ja eigentlich jede Runde immer noch gute Tankgeschichten, ne, muss man sagen. Nice. Jetzt heilen wir uns hoch, wenn der Laser nichts macht. Sehr schön. Nein, ist noch gestorben. Okay. Ja, Charge Shot ist ja, glaube ich, das nächste. Außer kommt so ein Luftangriff. Da müssen wir, glaube ich, Schilder ausgeben. Levelt jetzt umsonst wahrscheinlich auf. Charged Ammo, Laser Sight. Das ist natürlich alles hier juicy. Ja, Charged Ammo da drauf, Laser Sight. Ich glaube, ich gebe dem Charged Ammo hier unten. Charged Shot. Genau. Nochmal einen nach vorne, nochmal einen davon. Den Level mitnehmen. Genau, diesmal nur einen Schritt nach hinten gehen. Ist ja krass, wie viel das eben war, wo da so wenig aussah, ne? Also hat mich dann wirklich doch stark überrascht. Genau, das wäre das. Und ansonsten ist das eigentlich alles, ne? Mein erster Instinkt bei sowas ist immer Artillerie zu spielen, EMS-Artillerie. Aber es muss auch so gehen, oder? Also, die Flammenwerfer holen das Kleinvieh weg, wenn ich das schnell genug mache, dann können die Phönix ja arbeiten. Das ist zumindest die Hoffnung. Aber offensichtlich klappt es gerade nicht so gut. Vielleicht nochmal zwei, drei Modelltanks dahinpacken. Zu viel Artillerie tankt. Ja, ich komme da nicht mehr dran. Also, wahrscheinlich brauche ich doch die EMS-Artillerie. Ich habe das so noch nie gemacht gegen den Spam. Was produced Melting Points? Drei Stück könnten wir halt aufstellen. Halt auch überall Artillerie stehen. Kriege es mit den Modelltanks halt nicht hin, das ist mein Hauptproblem. Was produced Melting Points? Ich muss hier schnell eine Entscheidung treffen. Ich glaube, ich hole die einfach jetzt dazu. Weil sie halt weniger kosten. Dann sind das jetzt drei Stück. 700. Kriege ich Reichweite? Kriege ich EMS-Raketen? Kriege ich das? 400. Ich kann zwei Upgrades vergeben. Also Reichweite glaube ich auf jeden Fall. Und sonst Crawler und EMS-Raketen. Hat er hier auch aufgelevelt, die Dinger. Oder Reichweite und Crawler. Ich glaube, ich mache. Huch, ich habe mich verrechnet. Scheiße. Jetzt muss ich einen für 300 verkaufen, damit das klappt. Okay, ich habe mich verrechnet. Ja, jetzt Crawler dazu. Oder eben, ne? Ich mache jetzt Crawler. Die dicken Dinger, die tanken ja jetzt dafür. Geh mit den Beinen ein Stück nach hinten. Und die anderen schießen ja dann da raus. Das ist so ein bisschen die Hoffnung. Eine Rakete abfangen. Zeit zu Ende. Atombombe. Also wenn das jetzt finisht, dann ist natürlich vorbei, klar. Aber wenn das jetzt nicht finisht, habe ich nächste Runde halt, ne? Dem Budget, bam, 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 dann habe ich es, glaube ich, hart im Griff. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich diese Runde verliere, weil die Atombombe, die knallt schon rein. Die ganze linke Seite löst sich halt auf. Ne? Also es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Schieß mal. Genau. Ist direkt tot. Naja, ist verloren. Also ich denke mal, die erste Runde war zu brutal, da ich da keine kleinen Viecher gekauft habe. Das war einfach zu hardcore gespart. Die fehlen halt, man sieht halt, Modelltanks fehlen eigentlich vorne und hinten. Also das
War total planlos gespielt, leider. Und dann kam ich halt in die Falle, dass ich die Mustangs holen musste, ne? Weil er diese Sachen mit der Vespa angesagt hat. Und dann habe ich das überteure Item gekauft und habe das aber jetzt nicht weiter ausgeschlachtet, weil ich eben so viele Baustellen hatte hier vorne, ne? Also das hätte ja keinen Sinn gemacht, jetzt hardcore aufzuleveln gegen das, was da oben steht. Also von da habe ich mir sehr viele Eigentore gebastelt. Erste Runde scheiße. Das jetzt einfach mal gemacht und es war zu wenig gewesen. Davon halt dann wirklich drei Stück gekauft, obwohl ich noch nicht wirklich die Counter dazu hatte. Und dann eben das hier mit dem Investment und die erste Runde. Das war einfach alles zu viel Müll, ne? Muss ja mal so sagen. Ich glaube trotzdem, eine Runde mehr, dann hätte ich es im Griff gehabt. Aber diese eine Runde ist ja, worum ihr Spiele verliert, ne? Das gehört einfach dazu. So, das war's für heute. Ich wühle nochmal, ob ich nicht irgendwie einen Film gucke von früher. Nee, irgendwas werde ich sicher finden. Ich bin weg für heute. Ciao, ciao.